Ja, grüß euch. Apple hat ja jetzt das iOS 17.4 Update rausgebracht, das zum Beispiel diese große Änderung für die EU enthält, mit der auch alternative App Stores möglich sein sollen. Aber derzeit gibt es keinen, soweit ich weiß. Aber was ich auch ganz spannend finde an dem Update, ist eine Option bei dem Diebstahlschutz, die dazu gekommen ist. Die möchte ich euch mal kurz zeigen. Diebstahlschutz ist ja schon seit 17.3 dabei. Und wer das noch nicht kennt, das ist so, wenn ich den aktiviert habe und jemand klaut mein iPhone, dann habe ich eine Stunde lang Zeit, das iPhone als gestohlen zu melden. In dieser Stunde kann der Dieb keine sicherheitsrelevanten Änderungen an dem iPhone vornehmen. Das heißt, er kann keinen PIN-Code ändern oder meine Apple-ID ändern oder Ähnliches machen. Mit iOS 17.4 kam jetzt noch eine Funktion dazu, die ich euch mal kurz zeigen möchte. Den Diebstahlschutz finden wir hier unter den Einstellungen bei Face ID. Dann muss man den Code eingeben. Dann scrollt man runter bis zum Schutz für gestohlene Geräte. Das ist bei mir schon aktiv und es sollte bei euch auch aktiv sein, weil das eine sehr sinnvolle Funktion ist, die eigentlich keinen Nachteil hat. Neu dazu gekommen ist hier dieser Bereich. Man kann da jetzt einstellen, ob der Schutz für gestohlene Geräte an keinem vertrauten Ort aktiv ist oder immer aktiv ist. Was bedeutet das jetzt? Immer aktiv heißt, auch wenn ich zu Hause bin, muss ich eine Stunde warten, bevor ich zum Beispiel meinen PIN-Code ändern kann. Wenn ich einstelle an keinem vertrauten Ort, dann muss ich zum Beispiel zu Hause nicht warten, aber immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo das iPhone denkt, das ist kein vertrauter Ort, dann muss ich eine Stunde warten, bevor ich den PIN-Code ändern kann, bevor ich die Apple-ID ändern kann und Ähnliches. Der Nachteil ist jetzt, dass man diese Orte, die vertrauten Orte, nicht festlegen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem Fitnessstudio regelmäßig bin oder ich bin in der Uni-Bibliothek oder in der Kneipe oder Bowlen und da gehe ich regelmäßig hin, dann kann es sein, dass irgendwann das iPhone diesen Ort als vertrauten Ort einstuft und dann könnte ein Dieb, wenn er mir da das iPhone klaut, direkt die Apple-ID oder den PIN-Code ändern, ohne dass ich die Stunde Zeit habe, um das iPhone gestohlen zu melden. In vielen Fällen würde ich sagen, ist die bessere Option, hier immer einzustellen, weil damit hat man zwar zu Hause das Problem, dass man eine Stunde warten muss, wenn man jetzt die PIN-Code ändern möchte, aber ich habe auch die Gewissheit, dass ich überall sonst die Stunde Zeit habe, wenn das iPhone geklaut wird. Bei mir lasse ich es an keinem vertrauten Ort stehen, weil ich selten unterwegs bin draußen, wo ich das iPhone nicht beaufsichtigt habe. Also ich bin jetzt irgendwie die meiste Zeit zu Hause und wenn ich irgendwo bin, dann bin ich mal im Fitnessstudio und da habe ich das iPhone in meiner Hosentasche. Das heißt, da wird es mir sicherlich nicht geklaut. Deshalb ist für mich die bessere Option an keinem vertrauten Ort. Aber für euch kann es eventuell sein, dass ihr besser immer einstellt. Das müsst ihr entscheiden, was für euch da besser ist. Ich hoffe, dass Apple hier noch mehr Optionen bietet. Zum Beispiel, dass man eine bestimmte Uhrzeit, einen Zeitraum einstellen kann. Wenn man zum Beispiel weiß, man ist irgendwie im Urlaub und möchte da das iPhone in jedem Fall immer gesichert haben, dann würde ich mich freuen, wenn man da zum Beispiel Orte festlegen kann. Also, dass ich zum Beispiel sagen kann, wenn ich bei meiner Mutter oder sonst irgendwo zu Hause bin oder bei Leuten, die ich kenne, dass ich die als vertraute Orte hinterlegen kann und mein iPhone dann dort nicht gesperrt wird für eine Stunde. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zur iOS-Funktion, lasst gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mehr Tipps zu Mac, iPhone und iPad haben möchtet, dann lasst gerne ein Abo da. Freut mich, schön, dass ihr da gewesen seid und bis bald. Tschüss.